Da verbreiteten sich Nachrichten, dass die Philister, die alten Feinde Israels, wieder nach Norden marschieren würden. Im Eichental schlugen sie ihr Heerlager auf. Hier standen sich nun die beiden Armeen gegenüber und in der Mitte floss ein kleiner Bach. Die Philister besaßen eine ganz besondere Waffe. Das war Goliath, ein Riese von einem Mann. 3 Meter war er groß. Der Schaft seines Speers war so dick wie der Arm eines kräftigen Mannes. Wo ist der beste Kämpfer von Israel? Hat denn keiner von euch Mut? Niemand kam. Sie hatten alle viel zu viel Angst. Unter den Soldaten von König Saul waren auch 3 Brüder Davids. Zu ihnen kam David, um ihnen etwas zum Essen zu bringen und um zu sehen, was in dem Lager passierte. Einmal kam er gerade in dem Augenblick ins Lager, als Goliath gerade wieder seine höhnischen Fragen herüberbrüllte. Wer ist dieser Mann, dass er es wagt, die Streitmacht des lebendigen Gottes zu verspotten? Lasst mich hingehen und mit ihm kämpfen. Die Soldaten lachten nur. Als aber der König davon hörte, ließ er David zu sich kommen. Du bist noch so jung und gar nicht besonders stark, sagte er. Wie willst denn du diesen gefährlichen Krieger besiegen? Ich habe schon mit Löwen und Bären gekämpft, wenn sie es auf meine Schafe abgesehen hatten. Gott hat mir immer geholfen und er wird mir auch jetzt beistehen. Dann geh, Gott wird mit dir sein. Er gab David sein Schwert und zog ihm seine Rüstung an. Aber darin konnte sich David nicht bewegen. Ich kann nicht kämpfen, wenn ich das alles anhabe, sagte er und zog die Rüstung des Königs wieder aus. Er nahm seinen Hirtenstab und seine Schleuder, suchte sich 5 glatte Steine im Bach und steckte sie in die Tasche. Dann ging er auf Goliath zu, um mit ihm zu kämpfen. Das soll ein Krieger sein! Ist das etwa euer bester Kämpfer? Heute hat dich Gott in meine Hand gegeben. Er nahm einen Stein aus der Tasche, legte ihn in seine Schleuder. Wie eine Rakete flog der Stein. Er traf Goliath mit solch einer Wucht an der Stirn, dass er ihm den Schädel einschlug. David lief zu dem Gegner, nahm das Schwert des Riesen und schlug ihm den Kopf ab. Als die Philister das sahen, rannten sie davon. Die Israeliten setzten ihnen nach und verjagten sie aus dem Land. Die Schlacht war gewonnen!